Tag ist übrigens auch ein Vorteil mit der Ernährung, dass man nicht mehr wirklich riecht. Man stinkt also null. Man hat auch eigentlich nie Schweiß. Und dadurch kann man auch ein T-Shirt einfach mal länger tragen. Ja, das vorweg. Okay, wie ging es oder geht es weiter gerade mit der Nahrungsaufnahme oder Nahrungsmittelwahl? Ich habe jetzt nochmal gekochtes gegessen. Ich habe nicht, sondern ich habe jetzt aber keinen Drang mehr wirklich danach verspürt. Aber ich wollte auf jeden Fall mal ein Rezept ausprobiert haben, weil ich eigentlich die letzten Jahre oder eigentlich noch nie wirklich so ein ja, richtig krasses Rezept gemacht habe, was ich eigentlich mal machen wollte. Also ein aufwendigeres, ein Rezept, was halt irgendwas verspricht, einen irgendwie auf irgendeine Art und Weise anspricht, stark anspricht. Und aus Faulheit habe ich das nie gemacht. Und werde ich jetzt auch nicht mehr machen, weil das wirklich zu zeitaufwendig ist für das Ergebnis. Also ich saß da über eine Stunde, um das zu schnibbeln alleine und vorzubereiten, alles Hafermilch selber machen und so weiter. Kann natürlich auch gekaufte irgendeine Milch nehmen. Und am Ende war ich über 3 Stunden in der Küche mit Essen sauber machen, etliche Töpfe benutzt und so weiter. Nur um so eine blöde Lasagne zu machen. Oder Auflauf kann man es auch nennen. Das habe ich gefilmt. Werde ich hier noch hochladen. Es war eine fettfreie oder sehr fettarme. Also ich habe keinerlei Öl oder sonstige Fette, auch keine Nüsse oder Avocado oder irgendwas beigegeben. Salzarm, vegan und schleimarm. Schleimarm in dem Sinne, dass das meiste 70% aus Gemüse bestand. Und der Rest, der aus Nudeln bestand, die habe ich vorher geröstet. So dass da halt Zucker entsteht. Und es hat dann auch so gerochen, das erinnert mich immer an Jahrmarkt. Vielleicht wegen der Zuckerwatte, vielleicht riecht die so oder keine Ahnung, was da sonst so gebraten wird. Es riecht auch so leicht süßlich, aber auch rüstig, so dass das, was halt Weizen ist, so wie Brot riecht, wie getoastetes Brot. Fand ich sehr angenehm. Also das Rösten von Nudeln funktioniert, würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man das noch isst. Ich habe allerdings konventioneller genommen, Weizennudeln und auch noch Auszugsnudeln. Und die Vergiftung von den Weizen, die spüre ich jetzt. Also einmal wegen dem Gluten habe ich leichte Kopfschmerzen, aber es geht noch. Deutlich weniger als früher, wenn ich früher mal Nudeln gegessen habe. Allerdings hatte ich von den Kartoffeln oder Reis jetzt nie irgendwelche Vergiftungserscheinungen. Und jetzt habe ich auch wieder leichte Augenringe durch den Weizen und fühle mich auch hier im Augenbereich irgendwie so. Ihr kennt das Gefühl vielleicht von früher. Da würde ich dann schon empfehlen, Bio und Dinkel zu nehmen. Aber ich kann halt, wie gesagt, Auszugsweizen empfehlen und Auszugsprodukte aus dem Grunde, weil in der Schale bzw. unter der Schale auch noch die meisten Antinährstoffe liegen, die Getreide so beinhaltet und Getreide so ungesund macht und so schädigend für den Darm. Da würde ich mindestens Dinkel nehmen, am besten glutenfrei, wobei ich von Mais auch nicht viel halte und Mais überhaupt nicht schmeckt. Also aus dem Supermarkt diese glutenfreien, die würde ich nicht nehmen, die nur aus Mais und Reis bestehen. Und da kann ich entweder empfehlen halt Bio-Dinkel-Auszugsmehl. Also es puffert auf jeden Fall viele negative Eigenschaften schon ab und das Rösten dann nochmal. Was gibt's sonst noch? Buchweizen kann ich nicht empfehlen, ist extrem schleimbildend. Trotz Rösten wahrscheinlich sogar noch. Man kann aus Süßkartoffeln selber welche schnibbeln. Ansonsten müsste man mal selber welche herstellen. Aber das ist für die meisten jetzt aufwendig. Komplette Reisnudeln, das kann ich empfehlen. Aus Auszugs, also weißem Reis auch wieder und dann rösten. Also entweder Reisnudeln oder Dinkelnudeln. Ja, was wollte ich dazu noch sagen? Egal, mache ich mal weiter. Und es hat wirklich sehr gut geschmeckt. Ich habe eine fettarme oder fettfreie quasi Käsesoße gemacht auf Basis von einer Pflanzenmilch und Kartoffeln. Dann halt Gewürze irgendwie und ein Verdickungsmittel und das durch Kochen nochmal einwicken.
Und das hat wirklich alles sehr gut geschmeckt, ohne dass das halt irgendwie sich belastend angefühlt hat und trotzdem sehr aromatisch und ja, sehr kehrig auch. Das war auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Und ich merke halt auch, dass mich Öl oder Salz halt zum Beispiel richtig vergiftet. Und wenn das halt alles weggelassen wird, also Weizen, Gluten, Öl und Salz, wenn das weggelassen wird oder nahezu weggelassen wird, halt in Ausnahmen natürlich immer erlaubt, dann ist das, denke ich mal, schon eine sehr gesunde Ernährung oder Nahrungsaufnahme. Ernähren kann man sich davon im Prinzip nicht. Außer halt eventuell von Gemüse, von den Mineralstoffen, die kann der Körper vielleicht verwenden. Und da könnte man abstrakt formuliert von Ernährung sprechen. Ja, ich habe gemerkt, dass ich mich jetzt am nächsten Morgen 4 Stunden wieder geschlafen, eigentlich recht gut gefühlt habe, außer den leichten Kopfschmerzen und den Vergiftungen von den Weizen. Und ich denke mal halt, wenn man das halt, wie gesagt, alles deutlich minimiert und weglässt, dann kann man dann schon sehr viel heilen mit dieser Ernährungsform. Dieses Worte vor 80-10-10-mäßige, ölfrei und nahezu salzfrei, glutenfrei, Whole Foods, vegan. Und damit kann man auch den Darm wieder in Ordnung bringen, dass die Verdauung flutscht, weil diese ganzen Kohlenhydrate, die sind halt eigentlich relativ einfach verdaulich, bis auf den Fakt dieser Stärke halt. Das ist halt so das einzige Problem, weil ich dann sehe, dass die Stärke halt, ja, dass die, wenn die verdaut wird, dass da halt Schleim entsteht und der Körper nicht schnell genug ist, um den Schleim wieder rauszutragen, außer der Körper ist schon rein und man übertreibt es nicht mit der Stärke, sondern belässt es auf maximal eine Mahlzeit am Tag. Am besten die letzte, die halt aus Stärke teilweise besteht, aber jetzt auch nicht mehrere Schüsseln Reis oder sowas. Und dann halt solche Dinge tun wie den Reis rösten oder die Nudeln rösten oder die Kartoffeln backen oder das Brot toasten. Solche Sachen halt, dass die Stärke und die Schleimbildung reduziert wird und dass man halt immer ordentlich, ordentlich, ordentlich Gemüse lädt. Komme ich gleich noch zu, dass ich Gemüse am allerwichtigsten finde, auch wichtiger noch als Obst. Besonders für die meisten halt. Ja, dann, das wird halt alles sehr, sehr gut verdaut und hinterlässt im Körper nicht so viel, ja, so viel Scheiß und besonders durch das ganze Fett wird der ganze Verdauungstrakt verklebt und verschleimt und so weiter. Das passiert dann nicht. Und alles verlangsamt und das geht halt wirklich alles sehr, sehr schnell durch und ich muss mal kurz. So, weiter geht's. Ja, da wird der Körper halt relativ reingehalten und die Kohlenhydrate werden halt am einfachsten verdaut, deutlich einfacher halt als Proteine und als Fett. Selbst wenn man dann halt ordentlich Tofu dabei isst, das neigt dazu, dann zum Gären und auch wieder zu vergiften und zu verschleimen auch. Eigentlich alle Hülsenfrüchte, die würde ich auf jeden Fall auch deutlich reduzieren und wirklich halt, sag ich mal, Clean Carbs zu sich nehmen. In erster Linie aber wirklich halt Gemüse und dann die Carbs so viel, wie man halt braucht, um noch irgendwie befriedigt zu sein oder sich satt zu fühlen. Und in erster Linie kann ich ja dennoch immerhin immer noch weiterhin Obst empfehlen, besonders morgens. Und halt Gemüse so als Basis. Und dann halt noch Clean Carbs als Ergänzung. Dann kann man halt wirklich auch etliches machen, eigentlich alles machen. Und es kommt halt wieder alles relativ schnell aus dem Darm raus und hinterlässt halt nicht viel Kacke und fühlt man sich schon ziemlich energetisch mit. Und ich denke so, dass das wirklich die optimale Ernährung für die allermeisten Leute darstellt, weil eine vollkommene Rohkost kann ich generell eigentlich nicht empfehlen, weil das für die meisten einfach zu krass ist. Einerseits körperlich, da werden die meisten gar nicht mit satt werden. Kann so viel Obst und Gemüse essen, wie man will, wegen dieser starken Rückvergiftung oder Entgiftung, die dann halt eintritt. Und auch das Mentale ist auch einfach zu krass, wie viel sich da ändert. Das wäre viel zu schnell für die Leute. Und halt hat, wie im letzten Video angesprochen, hat es halt auch einige Nachteile. Und man hat es nicht so einfach in der Gesellschaft insgesamt. Deswegen ist das meiner Meinung nach nicht für alle geeignet und halt, wie gesagt, diese Worte vor Ernährung
Am besten halt schleimarm, salzarm, fettarm, vegan. Für die optimale Ernährung für den Menschen. Und das möchte ich auch gerne weiterhin irgendwie unterstützen, auch mit meinen Videos und Infos darüber geben, dass mehr Leute, auch Veganer, mehr auf diese gesunde vegane Ernährung umstellen. Also nicht den Junk-Veganismus, den ich da sehe, wie dass die meisten Menschen täglich mit etliches an Salz und besonders das Fett, das ist wirklich in meiner Ansicht das Schlimmste sozusagen. Das verschleimt wirklich alles, dann kommen auch die ganzen Sachen, die man sonst isst, die werden dann mit in den Schleim reingezogen und kommen nicht mehr richtig raus. Man hat nicht so richtig Energie. Wenn man halt Clean Carbs ist, dann geht das halt schnell durch das System durch insgesamt. Also Kartoffeln kommen nach 18 Stunden wieder raus, Obst kommt nach 12 Stunden raus, Gemüse kommt nach 12 Stunden raus. Getreide kann ich halt nur eingeschränkt empfehlen, wenn man es halt braucht, kommt nach 24 Stunden raus. Und Fett braucht halt deutlich länger. Das kann 2 bis 3 Tage dauern. Normalerweise hat man dann auch 2 bis 3 Mal Stuhlgang am Tag mit dieser Waterfall-Ernährung. Und ja, selbst auf Avocados würde ich weitestgehend, nicht weitestgehend einschränken zumindest. Und wenn man halt sich wirklich immer satt isst, besonders auch an Gemüse und den Carbs, dann hat man eigentlich auch nicht mehr so ein Bedürfnis oder es fällt einem deutlich einfacher, auf Fett weitestgehend zu verzichten, besonders auf erhitzte Öle, das wäre das Erste. Man kann halt weiterhin seine Nüsse vielleicht erstmal noch essen oder was weiß ich, aber ich würde auf erhitzte Öle verzichten und wenn dann halt kaltgepresstes Öl so ein bisschen gut übers Essen machen, eventuell. Aber mehr würde ich da nicht empfehlen, dass zumindest der allergrößte Teil halt fettarm ist. Und da kann man eigentlich alle Rezepte mitmachen. Das ist halt ein bisschen angepasst. Und das für die Lasagne würde ich dann halt hochladen. Aber was ich jetzt halt noch gemerkt habe, was ich erzählen wollte, das hat halt einen richtig hohen Gemüseanteil gehabt, diese Lasagne. Oder dieser Auflauf. Und als ich dann aufgewacht bin am nächsten Morgen, hatte ich mich in einer gewissen Art und Weise wirklich mal satt gefühlt und ausgeglichen gefühlt und balanciert gefühlt. Und ich schätze, das lag an dem hohen Gemüseanteil. Aber um wiederum die Carbs auszuschließen, ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt nochmal ausprobiere, aber ich finde das für mich irgendwie doch ganz interessant und wichtig, das jetzt nochmal zu spüren und mir zu zeigen, dass es so ist. Dass die Carbs es nicht sind, habe ich jetzt nochmal halt welche nachgeschoben, also einfach ein paar Kartoffeln und habe dieses Sättigungsgefühl ist aber nicht, also ich bin halt satt, aber diese in Form von Ausgeglichenheit, das ist halt ein anderes Sättigungsgefühl, das wahre Sättigungsgefühl eigentlich. Nicht diese Vollheit und Gedehntheit im Magen, was die meisten mit Sättigung empfinden, sondern halt wirklich diese Ausgeglichenheit und Entspanntheit und Sättigung auf, sag ich mal, einem höheren Level. Und das fand ich richtig faszinierend und dachte dann erst, sind es jetzt doch die Carbs, die irgendwie satt machen? Kann gar nicht sein. Deswegen habe ich jetzt nochmal ausprobiert, aber habe den Effekt jetzt nicht erreicht. Guck, dann haben wir halt mal, wie es dann jetzt auch nach einigen Stunden ist, wie bei der letzten Mahlzeit, wo ich mich auch nach einigen Stunden so gefühlt hatte, wie das dann aussehen wird. Und ich denke mal, dass das nicht eintreten wird, dieses Gefühl. Und dann werde ich als nächstes Mal dann halt ausschließlich gedünstetes Gemüse, stärkeres Gemüse zu mir nehmen. Und halt frisches Gemüse auch, so im Mix. Und auch dunkelgrünes Blattgemüse. Und gucken, wie es dann ist, weil ich denke mal, durch die ganze säurebildende Nahrung, auch durch Weizen und das andere Getreide und Reis, was ich halt so gegessen hatte die letzten Tage, das zerrt schon ordentlich an den Mineralspeichern, um das halt in der Körperbasis zu halten. Und deswegen lechzt der Körper jetzt eigentlich so nach Gemüse. Auch die anderen Vergiftungen, wenn das halt pestizidbelastet ist, das braucht dann auch wieder alles Gemüse sozusagen, also alkalische Stoffe. Und das wäre dann echt genial, wenn das dann zu diesem Gefühl beiträgt, weil wenn man sich wirklich halt so auf dieser Ebene satt fühlt, dann will man und braucht man nichts anderes mehr. Und dann habe ich jetzt aus dieser Phase dann dadurch gelernt, wenn das eintreten wird, und das hoffe ich, und das will ich berichten, dass ich halt wieder, dass das Gemüse halt wirklich essentiell ist in gewisser Hinsicht. Also das kann man halt nicht pauschalisieren, wie man eigentlich nahezu nicht pauschalisieren kann. Aber das ist halt
ja für die allermeisten essentiell ist und besonders halt, wenn man Dinge abpuffern muss und besonders, wenn man auch wieder ins Gekochte ein bisschen zurückgeht, besonders wenn es halt säurebildende Kochkost ist, dann ist das halt wirklich essentiell. Und ja, um auch um sich satt zu fühlen, um nicht dieses in dieses Binge-Eating rein zu verfallen. Und das ist halt wirklich noch sehr, 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 sehr unterschätzt, diese Macht von Gemüse. Das ist für mich das wichtigste Lebensmittel eigentlich, was existieren kann, wenn man es auf die breite Masse abwälzt. Also im Prinzip finde ich das Optimale halt eine fruchtbasierte Ernährung, aber das ist halt nicht wirklich realistisch in dem momentanen Zustand der meisten. Und ja, da die Fruchtqualität auch so schlecht ist und so weiter, hat man da auch nicht mehr viele Mineralstoffe drin, die man eventuell noch brauchen, auch so ein Puffern braucht von Umweltgiften. Und es schmeckt halt auch nicht alles so wirklich, die Verfügbarkeit ist nicht so gut. Und das macht halt alles Sinn jetzt, dass ich halt wieder rohes Gemüse integrieren werde, weil das ist halt noch besser als gedünstetes. Aber wenn ich halt Bock drauf habe, so Zwiebeln roh mag ich nicht so gerne, außer auf so ein Brot vielleicht. Artischocke, Aubergine und halt noch ein paar andere Sachen, die halt roh nicht wirklich schmecken, die würde ich dann halt so vielleicht dünsten, Pilze vielleicht, wenn ich halt Bock drauf habe. Und dann werde ich halt wirklich Gemüse wieder täglich oder nahezu täglich integrieren, so wie ich halt gerade Lust habe, besonders auch Dunkelgrünes Waldgemüse. Und ich denke mal, das ist nötig in dieser Umgebung, auch um überhaupt irgendeine Mahlzeit zu haben, wenn halt nicht genug Obst da ist. Das ist so in erster Linie die Sache. Und da freue ich mich richtig drauf, das auszuprobieren, wie das, ja, ob diese Auswirkungen wirklich daherkommen. Und dann bin ich eigentlich auch von der Stärke befreit, weil dann habe ich überhaupt gar keine Lust. Also wenn dieses Gefühl, was ich halt heute Morgen hatte, noch stärker ist, weil ich hatte jetzt gar kein dunkelgrünes Blattgemüse gegessen gehabt, sondern das war eigentlich nur relativ herkömmliches Gemüse. Und wenn ich das Dunkelgrüne dann esse, was halt sehr mineralreich ist, alkalisch ist, wenn dann halt dieses Gefühl mal dauerhaft da ist, dann hat man gar kein Bedürfnis mehr nach irgendwas. Und dann ist man auch von der Stärke befreit, von diesem Binge-Eating auch befreit und von dem Gefühl, dass halt gekochte Nahrung einen irgendwie nicht sättigt. Und solange das halt stärkefrei ist insgesamt und wenn man halt so ab und zu sich sozusagen was gönnt, was halt Stärke oder schleimbildend ist, einfach so aus dem Gefühl heraus, aber nicht, weil man sich halt nicht satt fühlt, dann finde ich, ist das schon so die optimale Ernährung. Und dann, wenn es halt wirklich so ist, dann hätte ich schon Lust in Zukunft mich sehr dafür zu engagieren, dass halt Leute ja ihre Ernährung auf Gemüse einfach basieren lassen und auf Obst halt. Und alles andere halt nur so ergänzend, so wie Arnold Ehret es auch beschrieben hat. Und ja, das kann man halt wirklich auch gedünstet machen, solange es halt stärkearm ist und so ein bisschen stärker, damit kommt der Körper zurecht, wenn man sich halt dann noch eine Scheibe Toast dazu macht oder halt ein, zwei Süßkartoffeln oder sowas, dann geht das ab und zu noch klar, denke ich mal. Besonders wenn man halt sonst viel Rohkost noch integriert hat, Bananensmoothies, grüne Smoothies werde ich wahrscheinlich auch wieder integrieren. Einfach wegen der Einfachheit. Und Bananen brauchen eigentlich genauso lange zum Verdauen wie Grünzeug. Deswegen geht das von der Kombination eigentlich auch ganz klar, wenn man halt einen Bananensmoothie macht, einen grünen. Ja, und in die Richtung werde ich dann einfach weiter berichten. Also im Prinzip habe ich wirklich nicht, also nicht, nicht, habe ich wirklich nicht so Lust, irgendwie weiterhin Steak zu essen, aber dadurch, dass ich jetzt wieder diese Erkenntnisse erlange, ist es das einfach wert, das einfach auszuprobieren. Und das halt wirklich, auch wenn man das halt vorher schon gewusst hat, alles, oder denkt, man wusste es, habe ich halt immer den Drang, wie so ein kleines Kind auf die Herdplatte zu packen, um das halt wirklich selber zu erfahren. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Und deswegen mache ich das hier gerade auch.